Kann ich spielen? Juhu. Wie wär's mit 5? Noch. Okay, das Geld gehört dir. Okay, man kann sie also drehen. Mit der Feder, Strahlemann. Pah, du kannst das dumme Ding haben. Ich wollte sie sowieso nicht. Für das nächste Mal solltest du etwas mehr üben. Mit dir nehme ich's jederzeit und überall auf. Oh, du erzählst ja viel von deinen Kastanien, aber deine Spielweise ist keine Herausforderung für meinen Drachenangriff. Hört, hört. Ja, Freunde, halli, hallo, der NRW-Boy 18, wieder hier. Ich hab's herausgefunden, wir müssen. Habt ihr's ja gerade gesehen? Ah, die Feder drehen. So, was ist das? Es ist ganz offensichtlich eine magische Feder. Wahnsinn! So, mit dieser magischen Feder gehen wir gegen Julian. Gehen wir jetzt wieder nach oben. Und dann in der Sache der Welt Wunder. So, hier. Doof, Mann. So heißt es doch nicht. Es heißt Ringball. Ja, ja. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. So, wo ist jetzt das achte Wunder? Wo ist der Platz der Magie? Ich laufe wahrscheinlich in die falsche Richtung. Richtig? Moment, die Kirche. Die war relativ mittig. Und Platz der Magie? Ne, ich glaube, das hier ist der Platz der Justiz, richtig? Ja, ja, ja. Okay. Ich verlaufe mich also immer noch. So. Wir wollen... dahin. Ja, genau in die falsche Richtung gelaufen. So, das achte Wunder ist direkt vor uns. Da wissen wir jetzt auch, wie wir da rauskommen. Also wieder hinein. So, dann im gelben Raum. Hier hin. Zack. Und, da sitzt nicht der Zauberer. Warum nicht? Da sitzt er. Das verstehe jetzt auch, wer will. So, bitteschön. Hallo? Ja, gib's ihm. Hallo, du sollst es ihm geben. Hi, ich habe deine Feder wieder beschafft. Hervorragend. Ah ja. Also, wir hatten eine Abmachung? Oh ja, natürlich. Ja.
Hiermit solltest du an den Wachposten vorbeikommen. Besten Dank. Könntest du mich vielleicht in den Waschraum begleiten? Ich habe dort immer wieder leichte Probleme. Da verbringe ich den Rest meines Lebens doch lieber mit dem Gesicht in einem Fettnapf. So langsam tut's mir leid, dass ich dir geholfen habe. Du bist ein unhöflicher und unverschämter junger Mann. Und du kannst nur den Kopf hin und her bewegen. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Und garantiert nicht der Letzte. Lass dir's auf der Zunge zergehen. Bah, verzieh dich. Oh, das Spiel ist so geil. So, jetzt müssen wir rauskommen. Ja, it's perfect. Ah, wie geil. So, Südtor. Nein, das ist, Südtor ist das mit den zwei Wachen. Wo ist das Ding jetzt? Da ist es. So, und, wir wollen das hier. Hast du den Papierkram? Meint ihr Papiere wie diese? Ich denk schon. Woher weißt du? Du kannst doch nicht lesen. Du auch nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du zehnmal nicht. Doch. Kann ich millionenmal. Nein, kannst du... Dürfte ich mal ganz kurz unterbrechen? Kann ich jetzt bitte passieren? Klar doch. Hervorragend. Würdet ihr bitte das Tor öffnen? Das können wir nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir haben Befehle. Aber ich habe die Papiere. Wo willst du hin? Zum Sumpf. Der Sumpf ist ganz weit weg. Genau. Du brauchst ein Transportmittel. Wo kann ich eins bekommen? Ich habe ganz zufällig einen Regenvogel hier. Einen Regenvogel? Genau. So eine Art Vogel, auf dem man reiten kann. Aber du musst uns was dafür geben. Zum Beispiel? Nun, gib mir dein Inventar und wir schauen, was uns gefällt. Was? Na gut. Was? Okay. Das Geschäft geht klar. Und was nehmt ihr? Och, nur das Zeug, das du nicht mehr brauchst. Verstehe schon. Mal wieder so eine Form der Inventarentschlackung. Genau. Hier ist das Regenvogelhorn als Gegenleistung. Was? Das was? Und was soll ich damit anfangen? Reinblasen. Es ist auf die Frequenz unseres Regenvogels eingestellt. Und wenn er das Horn hört, kommt er direkt zu dir. Hervorragend. Hi, Simon. Oh, hallo. Wie ich sehe, hast du ein Regenvogelhorn gefunden. Was fange ich damit an? Wenn du es bläst, rufst du damit einen Regenvogel herbei, der dich auf seinem Rücken an fast alle beliebigen Orte transportiert. Cool. Du kannst es nur an Orten im Freien verwenden, an denen der Vogel nicht an der Landung gehindert wird. Außerdem hassen Regenvögel böse Orte und weigern sich auch nur in deren Nähe zu fliegen. Und wie steuere ich das Tierchen? Wenn du auf dem Regenvogel sitzt, kannst du ihn mit den Richtungstasten vorwärts bewegen und nach links und rechts lenken. Wenn du landen willst, dann suche nach einer geeigneten Stelle und drücke die Aktionstaste, damit dich der Regenvogel absetzt. Klingt einfach. Denke daran, dass die Vögel nur an solchen Orten landen, die ihnen gefallen. Wundere dich also nicht, wenn du beim Landeversuch an bestimmten Orten ein sonderbares Geräusch hörst. Wunderbar. Also bis dann. Ah, wie toll. Okay. Ja, hallo? Darf ich mal raus hier? Hallo? Ach so, das Tor geht nicht auf, oder was? Okay, mit denen kann ich auch nicht mehr reden. Also, wo ist es, dieses komische Horn? Was haben die mir denn alles weggenommen? Okay. Tüdelü! Nett? Hä? Hä? Oh Gott, wir verlassen Pixelhausen. Wo sind wir?
Was ist das? Die einsame Hütte wahrscheinlich. Aha! Ja, ja! Da ist der Tempel. Oh, wie geil. Wir können jetzt hier überall hin. Da ist der Wettbewerb. Da ist das Knusperhäuschen. Ja, nur dreh dich doch mal, du blöder Vogel. Wo ist jetzt der Sumpf? Ah, okay. Das da... Oh, Mann! Das hier scheint wohl der Sumpf zu sein. Kann das sein? Ich weiß es aber nicht. Was soll das denn? Okay, da können wir nicht landen. Da ist die Stadt wieder. Hier geht's hoch. Das ist wieder so toll gemacht, Freunde. Oh, was war das? Warum will er da nicht hin? Wo will er jetzt? Oh, dieser Vogel macht mich wahnsinnig. Wo ist dieser verkackte Sumpf? Das kann doch dann nur das Ding da hinten sein. Aber er will nicht landen. Oh. Ja, toll. Also, das ist doch ein Kack hier. Ach, guck mal, wir können sogar die Perspektive wechseln. Okay, da hinten ist der böse Drache. Ich will in den Sumpf. Der war hier... Oh, wow! Ah, wir haben dieses Geräusch nicht mehr... Oh, doch. Scheiße. Die Aktionstaste, ja. Ist das das komische Geräusch, was er macht, wenn wir da nicht landen können? Ja, sorry, Freunde, aber aha! Wie landet dieses Mistvieh? Da, hier ist alles frei! Ah! Das kann doch nicht wahr sein! Wie landet dieses Mistvieh? Ich hab alle Tasten durch. Da kriechen geht nicht, ducken geht nicht, benutzen geht nicht. Das ist die Aktionstaste hier. Wir sind im Freien. Da. Freunde, das macht keinen Spaß. Da wird man doch bescheuert. Ich will da hin. Sind das keine Punkte zum Landen da unten? Aber von da komme ich doch. Na, warum macht dieses Spiel das?
Das ist zum Kotzen. Nee, Freunde, das macht keinen Spaß hier. Es macht keinen Spaß. Wieso landet dieses Vieh nicht? Freunde, ich mache hier Schluss. Der Teil ist rum und wir sehen uns dann mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW Boy 18, adieu.